Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Firmengelände. Nicht, dass ich meine alte Firma verstecken müsste, aber von hier aus kannst du so richtig durchstarten. Es stehen dir nun wirklich alle Wege offen. Du kannst nun tun und lassen, was du willst. Dennoch solltest du dich hier auch weiterhin nützlich machen. Denn die Stadt braucht jemanden, der Ordnung in das Chaos bringt. Es gibt da ein paar für dich interessante, aber doch sehr unterschiedliche Auftraggeber, die ihre ganz eigene Sicht auf die Probleme der Stadt haben. Da gibt es den Investor mit großen Visionen, die Umweltbeauftragte, den Direktor des Historischen Museums und die frisch vereidigte Bürgermeisterin der Stadt. Wenn du dir einen Namen machen möchtest, dann unterstütze sie bei ihren Projekten. Es wird sich sicher für dich lohnen. Am besten triffst du dich mal mit ihnen und findest heraus, was sie vorhaben. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg. Wir sehen uns sicher bald wieder.